Hallo ihr Lieben, willkommen zum wahrscheinlich letzten Teil meines Kommentars zu einem Aufsatz von Hans Blumberg, der den Monstertitel trägt: Anthropologische Annäherung an die Aktualität der Rhetorik. Dazu muss man wahrscheinlich wirklich Philosophie studiert haben, um solche Titel geil zu finden. Und also ich hoffe, dass es der letzte Vortrag wird. Das ist sozusagen, also rein von der Seitenzahl, jetzt wirklich der Endspurt. Es kommen noch ein paar Seiten. Ich muss auch sagen, also ich habe mir diesen Vortrag jetzt vorgeknöpft zum Kommentieren, weil ich in ein paar Videos vorher immer mal wieder behauptet habe, dass es der wichtigste Aufsatz ist, der in der Philosophie im 20. Jahrhundert entschieden ist. Und jetzt, nachdem ich sozusagen zu 4/5 durch bin, muss ich sagen, bin ich selber offen gesprochen etwas enttäuscht. So geil, wie ich dachte, finde ich den gerade gar nicht mehr. Entweder habe ich mich verändert oder, das ist jetzt der ungedeckte Scheck, auf den dieses Video hier setzt, der Knaller kommt jetzt erst noch im letzten Fünftel. Da sind wir nämlich, wir sind hier im fünften Video und es wird jetzt im Folgenden gehen um Realismus. Was ist denn Realismus? Was ist denn realistisch und was ist sozusagen auch die philosophische Vorgeschichte von Realismus? Also wenn wir davon ausgehen, das ist heutzutage eine sehr gewagte Annahme, dass die Philosophie Folgen hatte für unsere Gesellschaft, also dass vieles, was wir heute in unserer Gesellschaft haben, was wir für normal halten, auch wie wir sprechen, wie wir denken, auch vor allem wie unsere anderen außersprachlichen Institutionen geformt sind, dass das sehr viel zu tun hat mit der Geschichte der abendländischen Philosophie, also mit dem, was so im Nachgang von Platon und Aristoteles so passiert ist. Wenn wir davon ausgehen, dann ist das, was jetzt kommt, nicht irrelevant für uns heute. Dann können wir uns sozusagen besser verstehen und besser auf die Schliche kommen, wenn wir das wahrnehmen, was jetzt kommt, und vielleicht dann auch einige Dinge leichter anders machen. Das ist, wie gesagt, ein ungedeckter Scheck. Ich bin bleibend unentschieden zwischen zwei ganz diametral unterschiedlichen Haltungen zur Philosophie, die auch nicht vereinbar sind, weil man gleichzeitig nur eine von beiden tun kann. Und die eine Haltung sagt, frei wirst du, indem du das alles wahrnimmst und es dann praktisch aus bewusster Einsicht anders machst. Das ist so die eine Position. Die andere Position sagt genau das Gegenteil. Die sagt, wenn du dich erstmal einmal in diesen Sündenpfuhl der Philosophie hineinbegibst, wirst du unfrei und du wirst nie wieder herausfinden. Also sozusagen, ja, das ist die Theorie, die eine Theorie, die sagt, Bewusstmachung macht frei, also wovon zum Beispiel klassisch mal die Psychoanalyse nach Freud so ausgegangen ist. Ja, wir holen uns das alles ins Bewusstsein und dann können wir vielleicht anders handeln. Und andere sagen, das führt eigentlich nur zu einer Retraumatisierung. Also sozusagen, dadurch, dass du immer wieder deine Vergangenheit durchkaust, wirst du nicht freier, sondern du wirst immer mehr stuck in der Vergangenheit. Also du kannst praktisch aus der Naivität, dass du bestimmte Dinge also einfach vergisst oder nicht mehr dran denkst, kannst du viel leichter dich lösen von alten Mustern. Und was eher zutrifft und wann was eher zutrifft, da bin ich bleibend unentschieden. Ich finde, beide Praktiken haben einiges für sich, sowohl das bewusste Durchkauen, also man geht, das ist vielleicht auch das Bild des Weges, man geht nochmal zurück zur alten Abzweigung und dann nimmt man eine andere Abzweigung. Also zum Beispiel in meinem Denken über Demokratie rede ich ja oft so, dass ich sage, wir müssen zurück zu Attika und Attika hat ein paar, die attische Demokratie damals vor 2400, 500 Jahren hat eine falsche Abzweigung genommen und wir müssen jetzt heute die richtige nehmen, also müssen zurück und nur wenn wir zurückgehen, das ist so ein bisschen die Durchkaupraxis. Und die andere Praxis sagt, nee, wir können gerade, wenn wir das Alte nicht kennen, können wir bessere neue Dinge erfinden. Also das Alte ist nicht immer inspirierend, sondern hält uns auch fest. Das ist so praktisch ein bisschen auf der Linie auch von neueren psychotherapeutischen Ansätzen. Also was kann man nennen? Zum Beispiel Steve DeShazer, ne, mit dieser lösungsorientierten. Also Leute, die sagen, das Verständnis für das Problem trägt nichts zur Lösung bei. Das ist so ein bisschen kontraintuitiv, weil eben die Philosophie sehr wirkmächtig war und immer sagt, immer analytisch vorgeht. Analytisch im Sinne von, du musst die Probleme erst verstehen, durchdenken, sonst kannst du gar nicht anders handeln. Während halt zum Beispiel neuere, ich würde das eher nennen, eigentlich Psychopraxis, gar nicht so sehr Psychologie oder Psychotheorie oder so, sondern eher die Psychopraktiker haben oft festgestellt, dass es viel produktiver ist, gar nicht so viel zu analysieren, sondern einfach in der Gegenwart zu erfahren, in der Zukunftsorientierung zu erfahren und also gar nicht so sehr analytisch zu verstehen. Und ich mache jetzt hier trotzdem aber mit Blumenberg das genaue Gegenteil. Wir gehen ganz tief rein in die Geschichte des abendländischen Denkens, in der Hoffnung, dass es uns neue Handlungsmöglichkeiten gibt und vielleicht auch so ein bisschen in der Hoffnung, dass wir uns dann selber ein bisschen besser verstehen, warum wir die ganze Zeit so verrückte Dinge tun. Dass wir die ganze Zeit verrückte Dinge tun, das setze ich mal voraus. Ja? Also ich halte unsere heutige Gesellschaft für schwer verrückt, für schwer pathologisch, in einem auch sehr technischen Sinne von,
selbstschädigendes Verhalten, und zwar nicht einmal, sondern andauernd. Also eine Gesellschaft, die andauernd Verhaltensweisen an den Tag legt, andauernd Dinge tut, mit denen sie sich selber ins eigene Fleisch schneidet, mit der wir uns kollektiv die ganze Zeit selber schädigen, ist eine pathologische Gesellschaft in einem sehr technischen, therapeutischen Sinn. Und nach allem, was wir erkennen können, leben wir in einer solchen Gesellschaft, also in einer Gesellschaft, die verrückt ist. Und da ist ja die Frage, was hat uns so verrückt gemacht? Und vielleicht die noch produktivere Frage ist, wie können wir es schaffen, weniger verrückt zu sein und ein bisschen wohlwollender, freundlicher, lebensförderlicher, freundlicher, spielerischer miteinander umzugehen und ein besseres Leben zusammen zu haben? Das sind die Fragen, die mich eigentlich bewegen. In der leisen Hoffnung, dass uns Blumenberg hier helfen kann, lese ich jetzt weiter Blumenberg und mal gucken, ob sich diese Annahme erfüllt oder ob ich hier total auf dem Holzweg bin. Ich mache jetzt weiter mit Blumenberg. Wir sind hier auf Seite 130 und wir sind bei dem von mir heißgeliebten Autor Thomas Hobbes, wo mir es immer in der Seele wehtut, dass sehr wenige Menschen sich intensiver mit Hobbes auseinandergesetzt haben, weil da ist so wahnsinnig, wahnsinnig viel drin. Auch dieser Autor war unglaublich prägend, ähnlich wie Platon. Dafür ist er stark underrated. Also die wenigsten Leute haben sich wirklich intensiv mit Thomas Hobbes auseinandergesetzt, obwohl es sozusagen einer der Denker ist, die die Moderne, die die Neuzeit wirklich begründet haben, die da einen bleibenden Impuls hinterlassen haben und die also auch unser Denken und Handeln und unsere Institutionen bis auf den heutigen Tag prägen. Das wissen viele nicht. Es lohnt sich vielleicht deswegen oder eben gerade nicht, sich mit Thomas Hobbes auseinanderzusetzen. Und Blumenberg tut das hier und da steigen wir jetzt ein. Ich lese jetzt nochmal einen Teil, den ich im letzten Video am Ende schon kurz gelesen habe, um wieder den Einstieg zu schaffen. Gegen alle Rhetorik, die nicht der klare und elegante Ausdruck der Gedanken und Begriffe ist, empfahl Thomas Hobbes den Gebrauch der richtigen Vernunft. Richtige Vernunft hier in Anführungszeichen gesetzt von Hans Blumenberg. Dieser Ausdruck ähnelt dem gegenwärtig umlaufenden der kritischen Vernunft. Schön gesagt. Aber wer sonst könnte denn beurteilen, ob es sich jeweils um die richtige Vernunft handelt, als wiederum die Vernunft, und zwar die richtige? Jetzt mache ich mich jetzt mal kurz unbeliebt. Mich erinnert das zum Beispiel sehr an den von mir wirklich heiß geliebten und wirklich sehr geschätzten Kanal MyLab auf YouTube. Die Dame, die den Kanal betreibt, ist ja Chemikerin und hat wirklich, wirklich Ahnung von Wissenschaft und ist immer eine große Wissenschaftskommunikatorin, die auch völlig zu Recht die Aufmerksamkeit kriegt, die sie verdient hat, jetzt in allen möglichen Talkshows neuerdings rumhüpft, schon länger auch vom öffentlichen Rundfunk gefördert wird und also praktisch wie soll man, Popularisierung von Wissenschaft betreibt, aber auch einen Eingang auf aktuelle Themen aus einer wissenschaftlich überprüfenden Sicht. Vielleicht ein bisschen ähnlich, wie es der Lesch schon länger macht. Und vielleicht so ein bisschen moderner und ein bisschen, darf ich das sagen, sympathischer. Und nichtsdestotrotz ist es ja so ein bisschen aus der Sicht, wenn man fragt, quis custodiet ipsos custodes, wer aber bewacht die Wächter, dann ist das ja so eine metawissenschaftliche Perspektive, die dieser Kanal einnimmt. Also jemand, der Ahnung von Wissenschaft hat, der also mit der grundwissenschaftlichen Denke nochmal Wissenschaft drüber guckt und sie verbindet mit Alltagsdiskursen. Und das ist relativ nah dran an dem, was zum Beispiel der alte Karl Popper mit seinem kritischen Rationalismus mal wollte, nämlich eine Metawissenschaft mit gesellschaftlicher Relevanz. Und Leute, die also also sozusagen entschiedene Demokraten sind, also die entschieden sind, dass Demokratie das ist, was wir Menschen brauchen und gut tun, zu dieser seltsamen, merkwürdigen Spezies gehöre ich. Also man könnte geradezu von Demokratisten sprechen, ich bin ein Demokratist, sehen das so ein bisschen mit Sorge. Die sehen, dass das also eine wunderbare Tätigkeit ist, aber wenn sie sozusagen zu viel Einfluss und Macht und in der Gesellschaft gewinnt, dann ist die große Sorge von Menschen wie mir, dass genau das Renommee der Wissenschaft am Ende zerstören wird und dass das nicht gut für uns sein wird. Also sozusagen, es ist sinnvoll, die Wissenschaft ein Stück weit aus der Politik tatsächlich nicht herauszuhalten, aber ihr nicht zu viel Gewicht zu geben im politischen Prozess, weil darunter wird am Ende auch die Wissenschaftlichkeit selbst leiden. Also der Ruf der Wissenschaft wird leiden. Und auch ganz generell ist ja die Frage, ob Wissenschaftler wirklich gut geeignet sind, Wissenschaft zu kontrollieren. So gut, wie sie selber denken und wie sie oft denken, dass sie das nur selber könnten und dass eben Laien nicht beurteilen könnten, was Wissenschaft macht, obwohl es der eigene Anspruch der Wissenschaft ist, allgemeine Überprüfbarkeit herzustellen, und zwar für jeden. Also die Ergebnisse so zu präsentieren, die gemachte wissenschaftliche Forschung auch so zu dokumentieren, dass jeder, der drüber schaut, das Gleiche sieht und sagt, ja, das ist ein valides Ergebnis und das nicht. Und das ist die Frage, sind wir da heute noch? Sind wir da heute noch? Oder haben wir eben eine
herrschende Klasse von Wissenschaftlern geschaffen, die jetzt allmählich sich anschicken, tatsächlich sich zu einer Art Epistokraten aufzuschwingen. Und das wäre dann aus demokratischer Sicht aus mehreren Gründen hochproblematisch, übrigens auch vor allem für diese Menschen selber. Also nicht nur, also es ist keine Verschwörungstheorie im Sinne von, wir werden und so. Das ist nicht mein Text. Ja, das finde ich völlig absurd. Das sind so absurde Steuerungsfantasien. Niemand, keine Verschwörung der Welt könnte heutzutage noch die Welt lenken. Das ist eine grobe Unterschätzung der Komplexität der Welt. Die Frage ist aber, ob sozusagen die Form richtig gut ist. Und das hat, das sehe ich als Philosoph eher, hat halt eine lange Vorgeschichte im Abendland. Das ist das, was mich eher beunruhigt. Also es gibt bei Leuten wie Platon oder eben Thomas Hobbes eine lang gehegte und also starke Tradition im Abendland, dass man sowas wie Philosophenherrschaft für sinnvoll hält. Also Herrschaft der Wissenden, Herrschaft der Informierteren, Herrschaft derer, die eben Philosophie und nicht Rhetorik gebrauchen. Ja. Das hat eine lange Vorgeschichte und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob heutige Wissenschaftler diese Tradition wirklich wahrgenommen haben und ihre Implikationen wahrgenommen haben, was dazu in der Philosophie existiert. Es könnte hilfreich sein, vielleicht, vielleicht aber eben auch gar nicht, zu verstehen, dass man nicht die gleichen Fehler nochmal macht, die man in der Vergangenheit im Abendland gemacht hat und die zu nichts Gutem geführt haben. Für Hobbes ist es einer der wichtigsten Einwände gegen die Demokratie, dass sie nicht ohne Rhetorik auskommen kann und folglich zu Entscheidungen immer impetu animi, mehr impetu animi als recta ratione gelangt. Das ist eben auch das, was für vielen Wissenschaftlern heute große Sorge macht, wenn sie auf Politik schauen. Denn ihre Redner richten sich nicht nach der Natur der Dinge in Anführungszeichen gesetzt, sondern nach den Leidenschaften ihrer Zuhörer. Ne? Also das ist, was eben auch viele wissenschaftsaffine, wissenschaftsgeneigte Menschen, also Menschen wie ich, immer worunter die unter leiden, dass die Leute für wahr halten, was ihnen selber plausibel erscheint. Dieser berühmte Bias, den es da gibt, der Confirmation Bias. Wo wir aber gelernt haben, da gibt es gerade bei MyLab, das werde ich gleich verlinken, ein wunderschönes Video dazu. Gibt es zwei auf dem Kanal zu Fake News und einen finde ich deutlich besser als den anderen. Und der, den ich besser finde, werde ich verlinken. Und der sagt Folgendes: Der sagt, wissenschaftliche Forschung zeigt, ich sage es jetzt mal bewusst so, dass wissenschaftlich informierte Menschen, Menschen, die eher einen kognitiven, logischen Denkstil pflegen und weniger Bauchentscheidungen, besonders anfällig für den Confirmation Bias sind. Das hat übrigens der Thomas Hobbes selber auch schon bemerkt, vor 350 Jahren. Also es gibt im Leviathan Äußerungen, wo uns Thomas Hobbes sagt, durch ein Studium, durch ein akademisches Studium wird man unter Umständen verrückter als die Masse und nicht klüger als die Masse, vor 350 Jahren. Ja. Philosophen sind oft gar nicht so blöd. Mir kommt es so vor, ich bin natürlich total biased, dass Philosophen oft durch Introspektion Dinge herausfinden, wo dann spätere wirklich valide, wirklich objektive Forschung, also nicht Introspektion und dann Verallgemeinerung, nicht induktive Schlüsse, was Philosophen die ganze Zeit völlig gaga-mäßig machen, also auch ich mache das sehr viel, wo dann wirklich objektive, harte Forschung, Zahlen, Daten, Fakten, messbare Ergebnisse, das bestätigen, was Philosophen sich einfach mal eben so aus dem Bauch gedacht haben. Ja, und das ist bei genau diesem Thema der Fall. Also, Studium verblödet dich. Ja, ist nicht sehr beruhigend, sagt dann auch die gute alte Mai selber, dass sie das nicht beruhigt. Aber darauf lässt sie es dann bewenden. Das ist so ein bisschen schade aus philosophischer Sicht, weil da würde jetzt der Philosoph erst anfangen zu denken. Der würde dann sagen: Okay, wenn das so ist, was heißt denn das dann? Was heißt denn das dann zum Beispiel für Politik? Ich finde, sie geht dann da in die Verdrängung. Aber gut, ne? Also ich habe das jetzt mal gesagt und dann folgt aber nichts daraus. Naja, daraus folgt aber eine Menge. Zum Beispiel, dass es keine gute Idee ist, dass 82% der Leute, die im Bundestag sitzen, Akademiker sind. Oder dass Akademiker so viel wahnsinnig viel mehr öffentliche Aufmerksamkeit kriegen als Nicht-Akademiker. Das ist so. Also kannst du messen. Ja? Wie viel Sendezeit haben Menschen mit dem Studium im Fernsehen und wie viel ohne? Bitte messt das, liebe Wissenschaftler. Messt euren eigenen Einfluss auf die Gesellschaft, objektiv. So. Jetzt kommt ein Hobbes-Zitat. Dies ist nicht der Fehler der Menschen, sondern der Beredsamkeit, deren Zweck, wie alle Lehrer der Beredsamkeit es lehren, nicht die Wahrheit, ausgenommen zufällig, sondern der Sieg ist. Und deren Aufgabe nicht die Belehrung, sondern die Überredung ist. Das ist ein Thomas Hobbes-Zitat. Ich schaue mal, wo er das raus hat, der Blumenberg. Das ist aus Dezive vom Bürger. Ja?
Also das heißt klassisches, antikes Rhetorik-Bashing am Anfang, am Beginn der Neuzeit, am Beginn der Moderne. Ja, also man hat da dieses Rhetorik-Bashing mitgenommen. Und das ist also ziemlich genau das Gleiche, was unter jetzt Leute zum Beispiel leiden, die Populisten kacke finden, die unter Donald Trump leiden, die sagen, der kommt ja so gut an mit seinen Lügen. Ja, Rhetorik. Ein guter Rhetor, sie wird oft nicht so gesehen, aber der ist fantastisch guter Rhetor. Es gibt da Studien auch zu, oder ich bin nicht sicher, ob es Studien sind, aber Beobachtungen mindestens, die sich die Reden von Trump mal wirklich angeguckt haben. Und angeguckt haben, was passiert denn da? Also wirklich einfach rhetorische Analyse. Also nicht im Sinne von, finde ich gut oder schlecht, was Trump sagt, sondern was macht denn Trump da eigentlich? Warum ist der so erfolgreich? Rein technisch, rein machiavellistisch. Und die kommen zu sehr interessanten Beobachtungen, die Leute, die da eher so technisch drauf gucken. Also die nicht praktisch, sag ich, sich dann empören und sagen, oh, das geht ja gar nicht und was macht der denn da? Warum ist der so erfolgreich? Ja. Ihr könnt davon ausgehen, dass Politiker weltweit sich das angeschaut haben, weil es so wirklich war ein Großereignis, dass Trump gegen Clinton gewonnen hat. Und das hat Folgen. Das war eine Erschütterung der Macht. Es war für Politiker höchst interessant. Und ich glaube ja, schon seit Jahren zu beobachten, dass einige Politiker bewusst daraus gelernt haben und andere nicht. Also einige sind davon ausgegangen, dass das also nicht eine amerikaspezifische Geschichte ist. Dass wir hier nicht einen Fehler im System sehen, eine Ausfallerscheinung, sondern ein Gesetz. Und dass man dieses Gesetz nutzen und hacken kann und für sich, für seinen eigenen politischen Erfolg, für seine eigene Karriere benutzen kann. Mir kommt es so vor, dass seit Trumps Wahlsieg einige Politiker ihr Verhalten ganz bewusst umgestellt haben, ich nenne jetzt bewusst keine Namen, und daraus gelernt haben, während andere beim alten Stil geblieben sind. Das neue Paradigma noch nicht erkannt haben und nicht adaptiert haben. Und meine These wäre, die Leute, die das schneller adaptiert haben, sind jetzt erfolgreicher. Also wenn ihr heutzutage in dem System natürlich nur, was wir derzeit haben, im derzeitigen politischen System, einen sehr erfolgreichen Politiker erlebt, der plötzlich sehr beliebt ist, zur allgemeinen Überraschung, dann habt ihr einen Politiker vor euch, der von Trump gelernt hat. Das wäre meine These, das ist meine Beobachtung. Ich nehme bewusst keinen Namen, aber überprüft mal, schaut euch mal an, die Politiker, wie haben die vielleicht noch vor 5 Jahren geredet, wie reden die heute, was machen die auch heute, was machen die anders? Bewusst bei denen, die jetzt sehr beliebt und sehr erfolgreich sind. Da sieht man spannende Dinge. Paradigmenwechsel in der Politik. Ein merkwürdiger Satz, der die Menschen ausdrücklich von den Wirkungen eines Instrumentes freispricht. Also Blumenberg kommentiert jetzt Hobbes Satz, den wir gerade haben. Ich lese nochmal den Satz, damit wir wieder gut reinkommen. Ich bin so ein Schwadronierlaune. Ich bin zu gut gelaunt heute, um philosophisch streng am Text zu kleben. Dies ist nicht der Fehler der Menschen, sondern der Beredsamkeit, deren Zweck, wie alle Lehrer der Beredsamkeit, ist Lehren nicht die Wahrheit, ausgenommen zufällig, sondern der Sieg ist und deren Aufgabe nicht die Belehrung, sondern die Überredung ist. Also sozusagen, hier wird das Publikum freigesprochen von seiner Vernunft. Hier wird gesagt, also es ist eine Verschwörungstheorie, die Hobbes hier aufmacht. Ne? Die bösen Sophisten, die bösen Rhetoren verführen die Masse. Ja? Und dafür kann die Masse nichts. Und jetzt sagt aber Blumenberg kommentierend kritisch dazu Folgendes. Dies ist ein merkwürdiger Satz von Thomas Hobbes, der die Menschen ausdrücklich von den Wirkungen eines Instrumentes freispricht, das sie nur eben dieser Wirkung wegen erfunden haben, also wir sind selbst verantwortlich für die Rhetorik, und gebrauchen. Ein merkwürdiger Satz ist es erst recht dann, wenn man ihn konfrontiert mit dem Typus von Rationalität, den Hobbes' Theorie des Staates repräsentiert. Die Selbsterhaltung als rationale Motivation des Unterwerfungsvertrags riskiert mit dem unbestimmten und unbestimmbaren Willen des absoluten Herrschers jeden Impetus animi, den Hobbes als Korrelat der Rhetorik diskriminiert. Also heißt, übersetzt, auf so ein bisschen Alltagssprech und nicht so hochgestochen philosophisch dahergeredet, mit zu vielen Fremdworten und viel zu viel Schachtelsätzen. Also Hobbes, der ja der Denker der absolutistischen Monarchie, der absoluten Herrschaft, und wir würden heute sagen Diktatur, oder wir würden antik sagen, der Tyrannis ist, der begründeten Tyrannis wohlgemerkt. Also es gibt einen Grund, warum man Tyranneien gut finden kann, eben um den Bürgerkrieg abzuwenden, so Thomas Hobbes. Den Naturzustand, in dem jeder gegen jeden kämpft, Krieg aller gegen alle, dafür ist alles gerechtfertigt, so denkt Thomas Hobbes. Und er sagt jetzt, mit diesem Rhetorik-Bashing, die er aber in seiner Vernunft- und Sprachtheorie, der im Leviathan im ersten Kapitel enthalten ist, das haben immer viele ignoriert, viele lesen nur die Staatstheorie, nur die politische Philosophie, aber nicht die Naturphilosophie von Thomas Hobbes, was für jeden Philosophen ein schwerer Fehler ist, wenn man nur einen Teil der Philosophie wahrnimmt und nicht die ganze Kiste. Wenn man also die ersten Kapitel einfach mal überliest, als wären sie irrelevant. Gut, also in der Sprachtheorie und in der Theorie der Ratio, der Vernunft bei Thomas Hobbes, werden Dinge gesagt, die eigentlich einen
misstrauisch machen müssten dann gegen die politische Lösung, die Thomas Hobbes vorschlägt, nämlich wir setzen also einen Gewaltherrscher ein, ja, einen absolutistischen Herrscher, einen Tyrannen, einen Diktator, der dann völlig frei ist für von seinen Leidenschaften in die eine oder andere Richtung gezogen zu werden. Ich gebe dazu ein praktisches Beispiel aus der heutigen Zeit, das habe ich auch schon öfters erzählt. Ich war mal eingeladen bei Siemens in so einer Personalveranstaltung in München in der Zentrale und da wurde vorgestellt das neue Raumkonzept von Siemens in München. Und da hat man einen Riesenprozess gemacht, Riesenbohai, alles wunderbar, alles sauber. Das wurde vorgestellt von der Dame, die das verantwortet hat und sie hat es wirklich unter Konzernbedingungen so gut gemacht, wie man nur kann. Also ich habe tiefen Respekt für diese Frau, die das verantwortet hat, weil das war ein Mörder-Monster-Prozess. Aber dahinter steckte die dezisionistische Willkür des damaligen CEOs von Siemens, der einfach den Raum so haben wollte, wie Siemens zu der Zeit in irgendeinem der Benelux-Zentralen war. Ich weiß nicht mehr, entweder Niederlanden, Belgien oder Luxemburg. Da wird es wahrscheinlich das nicht geben. Also es dürfte Belgien oder Niederlande sein. In irgendeiner Siemens-Zentrale dort waren die Räume so, wie er sie gern hatte. Und aufgrund dieser praktisch persönlichen Präferenz des Tyrannen sieht Siemens in München heute so aus, wie es aussieht. Und nachgeschaltet hat man dann noch einen verargumentierten demokratischen Prozess, wo die Leute sich ganz viel einbringen konnten. Da stand aber alles schon fest. Und das ist also ein typisches für mich Symbol für, was diktatorische, tyrannische Willkür bedeutet in der Praxis. Es bedeutet schlicht und einfach Nummer eins, wenn da ein anderer Mensch wäre oder wenn er einen anderen Geschmack hätte, laufen aller Dinge, also fundamental wichtige Dinge, die dann für den Alltag der Menschen wirklich Folge haben, ganz anders. Es ist pure nackte Willkür. Aber damit es nicht auffällt, macht man dann noch so ein demokratisches kleines Deckmäntelchen drumherum. Also man fährt einen riesen, riesen Aufwand, um die dezisionistische, tyrannische, diktatorische Willkür zu verschleiern. Das ist typisch für alle Diktaturen, für alle Tyranneien. Ja, am Anfang steht die willkürliche, leidenschaftliche, unvermittelte Entscheidung eines Einzelnen, die ganz anders ausfallen würde, wenn er ein anderer Mensch wäre. Oder wenn da der Mensch einfach in einer anderen Laune wäre. Man macht sich von den Launen eines Einzelnen abhängig. Und genau das moniert jetzt der Hans Blumberg, dass er sagt, eigentlich kann jemand wie Thomas Hobbes, der am Ende als Zielpunkt seiner politischen Philosophie einen Tyrannen, einen Willkürtyrannen einsetzen will, auch wenn er Gründe dafür hat, kann eigentlich schlecht gegen die Willkürlichkeit, die im Raum der Rhetorik möglicherweise herrscht, dass dort menschliche Leidenschaften eine riesige Rolle spielen, kann eigentlich schlecht dagegen polemisieren. Da ist ein immanenter Widerspruch in der Philosophie des Thomas Hobbes. So Blumenberg. Hobbes' Pathologie der Rhetorik führt die Erregung der Leidenschaften auf den metaphorischen Gebrauch der Worte zurück. Also er sagt, kurz gesagt, sagt Hobbes, Metaphern sind der Grund alles Übels. Was vor dem Hintergrund, dass unsere Sprache ein Heer von Metaphern ist und viele tote Metaphern in die Sprache eingegangen sind. Allein das Wort eingegangen, da gibt es Gehen drin. Das machen wir uns nicht die ganze Zeit bewusst, aber unsere Sprache ist durchzogen von unbewussten Sprachbildern, wo auch viel Sprachforschung zum Beispiel sagt, das formt extrem auch das Verhalten der Leute. Also in vielen Sprachen, wo bestimmte Begriffe und bestimmte Satzkonstruktionen ganz anders sind, verhalten sich die Leute dann im Ergebnis auch anders, empfinden sogar Dinge anders, zum Beispiel Farben oder so. Also Sprache hat tatsächlich auf unsere Psyche einen sehr großen Einfluss und vor allem in ihren Grundstrukturen, in ihren unhinterfragten Grundstrukturen, aber das nur am Rande. Und das moniert aber Hobbes, was so ein bisschen absurde Züge hat. Also wenn man Sprachtheorie auf heutigem Stand sich anschaut, dann kann man eigentlich nicht mehr irgendwas gegen Metaphern haben, weil sozusagen in dem Moment, wo wir Metaphern dissen, können wir nicht mehr sprechen. Es gibt keine unmetaphorisches Sprechen, gibt es nicht. Alles ist, man hat von Anfang an verloren. Es gibt auch keine Möglichkeit, Metaphern aus der Sprache zu eliminieren. Gibt es nicht. Das war aber das Programm von Thomas Hobbes, genauso wie es das Programm von Plato war. Und das verbindet sich eben mit einem Rhetorikdissen, mit einem Schlechtfinden von Rhetorik. Rhetorik ist der Grund allen Übels. Metaphern sind der Grund allen Übels. Auch für Hobbes ist die Metaphorik das signifikante Element der Rhetorik. Er meint, es sei den Leidenschaften angepasst und damit weit entfernt von der wahren Erkenntnis der Dinge. Das ist das alte griechische Denken, das sagt, die Leidenschaften folgen keiner Logik. Ja? Die Leidenschaften sind irrational. Das war der Grundgedanke, würde ich sagen, der antiken Philosophie, gegen den dann die Ratio, der Nous, die Vernunft gesetzt wurde, wo die heutige Psychologie uns tatsächlich was hustet, weil die heutige Psychologie in unseren Leidenschaften sehr viel Logik entdeckt.
Also das ist der große Unterschied der modernen Psychologie gegenüber der antiken Psychologie. Antike Psychologie hat gesagt, die Leidenschaften, die Emotionen, die Gefühle, die Bedürfnisse der Menschen sind alogisch, vorlogisch, unvernünftig. Während wir in der neuzeitlichen, modernen, also spätestens im 20. Jahrhundert angefangen haben zu entdecken, wie logisch und wie verlässlich unsere Gefühle sind. Und dass wir also sozusagen die Vernunft in ihnen mehr entdecken, als dass wir sozusagen die Leidenschaften bekämpfen könnten oder dass es auch überhaupt nur was Sinnvolles wäre, Leidenschaften zu bekämpfen und durch Vernunft ersetzen zu wollen. Also sozusagen das, was neu ist an der modernen Psychologie, ist schlicht und einfach die Entdeckung der Vernunft in den Gefühlen, anstatt gegen die Gefühle oder außerhalb der Gefühle. Das ist der große, man könnte das Psychological Turn nennen, wenn man so philosophisch sprechen will, wie es den Linguistic Turn und ganz andere viele Turns gibt. Das ist ein Paradigmenwechsel innerhalb der Psychologie, der noch zu wenig wahrgenommen wurde, zumindest wenn es nach mir geht, weil er hat nämlich zum Beispiel wiederum politische Konsequenzen. Ja, wir müssen alle unsere politischen Institutionen tatsächlich modifizieren, wenn wir wahrnehmen, was uns die moderne Psychologie über den Menschen sagt, weil die Institutionen, die wir heute haben, fußen noch auf dem antiken Bild des Menschen, auf der antiken Psychologie, nachdem Leidenschaften Teufelszeug sind, irrational sind und durch Vernunft bekämpft werden müssen und unterdrückt werden und in den Griff bekommen werden müssen. Ja, das ist das, was unsere heutigen politischen Institutionen nach wie vor formt. Und da hustet uns die moderne Psychologie was, weil sie sagt, das ist ein völlig falsches, verqueres Bild von der menschlichen Psyche. So funktionieren Menschen in Wirklichkeit gar nicht. Das ist irreal. Der ganze Platonismus und auch der ganze Hobbesianismus ist psychologisch total irreal, verkennt völlig, wie Menschen in Wirklichkeit funktionieren. Jetzt weiter mit Blumenberg. Worauf besteht dieser Zusammenhang von Metaphorik und Leidenschaft, den Hobbes hier als selbstverständlich unterstellt? Für ihn ist die Metapher der Gegensatz zum Begriff. Indem sie das Instrumentarium der Vernunft ausschaltet, gibt sie das Feld frei für alles, was der Tradition nach von der Vernunft gezügelt und kontrolliert wird. Was ich gern vor der Anstrengung des Begriffs in die Bequemlichkeit der bildhaften Orientierung flüchtet. Auch das finden wir bei Platon vorgeformt, in vielen Dialogen, wenn Platon seinen Sokrates, seine Zuhörer fragen lässt, soll ich euch eine schöne Geschichte erzählen oder wollen wir einen rational-logischen Diskurs führen? Und an ganz bestimmten, sehr, sehr deutlich markierten Stellen lässt er dann sein Sokrates ein Mythos erzählen. Ja, das hat sehr, 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 diese Vorgehensweise in platonischen Dialogen hat sehr das Denken des Abendlandes geprägt, was da passiert. Und Hobbes in der Neuzeit, am Beginn der Neuzeit, ist voll in diesem platonischen Fahrwasser. Also da haben wir uns 0, gar nicht von Platon getrennt, obwohl wir das vielleicht besser hätten tun sollen. Hobbes lässt an dieser Stelle eine Beredsamkeit, Eloquentia, gelten, die sich der Metapher enthält. Und aus der Betrachtung der Dinge selbst hervorgeht. Das ist sehr antik gedacht. Die nur in der Eleganz der Darstellung von Erkenntnissen besteht. Der, Zitat, Natur der Dinge als einem möglichen Besitz konfrontiert, erscheint die Rhetorik wirklich als ein exzentrisches Kunstmittel. Ornatus, wie der Blumenberg weiter vorne, also früher in diesem Aufsatz, den ich hier gerade kommentiere, sagt. Also das ist praktisch das Bild. Rhetorik und Metaphern sind nur Schmuck und sie sind harmlos, wenn man im Besitz der Wahrheit ist. Aber sie sind ganz schlimm, wenn sie anfangen, die Wahrheit zu ersetzen und den Weg zur Wahrheit zu verstellen, genau wie im Höhlengleichnis von Platon, wo den Sophisten dann so eine Art Verschwörungstiere unterstellt wird. Weil es die Sophisten gibt, können die Menschen nicht zur Wahrheit finden. Ja, weil sie sie fesseln und mit diesen Trugbildern verblenden und so weiter. Also die allererste Verschwörungstheorie, sagen wir mal, die wirkmächtige Verschwörungstheorie der abendländischen Geschichte finden wir bei Platon in seiner Desavouierung und in seiner Vernichtung der Sophisten. Ja, die Sophisten sind allein schuld, die Rhetoriklehrer. Und davon ist eben auch Hobbes noch besessen. Betrachtet man freilich Hobbes Theorie des Begriffs, so ist man verwundert, dass seine Ablehnung der Metapher darauf beruht, dem menschlichen Verstand mehr zuzutrauen, als er ihm in der Theorie des Begriffs zuzugestehen vermag. Denn auch der Begriff ist nur ein Kunstmittel, das mit jener Natur der Dinge nichts gemein hat, also innerhalb der hobbesianischen Theorie wohlgemerkt. Es geschieht hier nicht beiläufig, dass auf diese Unstimmigkeit in der Kritik der Metapher als dem wesentlichen Element der Rhetorik der Finger gelegt wird. Also, ich weiß, bin nicht ganz sicher, ob ich das hier schon richtig lese, ob das praktisch jetzt dieses in den Finger legen, ob das
Blumenbergs Finger in die Wunde legen oder noch Hobbes immanent. Das ist sehr typisch für Blumenberg, dass man oft nicht weiß, redet er hier gerade als sich selbst oder interpretiert er hier gerade nur, was ein anderer sagt. Das lässt er sehr häufig in der Schwebe und muss Blumenberg oft sehr genau lesen, um zu verstehen, wo er gerade ist im Diskurs, also in seiner eigenen Philosophie. Macht er gerade einen Kommentar und setzt sich gegen was ab und gibt sein eigenes Urteil ab oder rekonstruiert er nur die Urteile anderer? Das ist die besondere Qualität auch von Blumenberg. Sie kann einen beim Lesen wirklich wahnsinnig machen, weil sie einen zu einer unglaublichen Aufmerksamkeit zwingt, wo es sich sofort rächt, wenn du kurz so ein bisschen lax wirst. Also Blumenberg-Lektüre erfordert eine sehr, sehr hohe Selbstdisziplin, die ich zum Beispiel gar nicht immer aufbringen kann. Also es ist sehr anstrengend, Blumenberg zu lesen, das ist zwar eine Qualität. Ja. Viele halten das für einen Fehler, aber eigentlich ist es ein pädagogischer Effekt. Blumenberg war ein fantastischer Lehrer, wie ich mir von Leuten habe sagen lassen, von mehreren, die bei ihm unmittelbar noch studiert haben. Und auch ein sehr strenger Lehrer übrigens. Ganz anders, als er in seinen Texten erscheinen könnte. Man hat immer den Eindruck, Blumenberg wäre so lax, aber Blumenberg ist einer der diszipliniertesten Denker, die es überhaupt gab. Mein Urteil, mein Eindruck. Jetzt muss ich mal einen Satz lesen, um den Anschluss zu finden. Es geschieht hier nicht beiläufig, dass auf diese Unstimmigkeit in der Kritik der Metapher als dem wesentlichen Element der Rhetorik der Finger gelegt wird. Sie legt die Vermutung nahe, die Kritik der Metapher unter Berufung auf ihre Affinität zu den Leidenschaften beruhe im Grunde auf dem Widerspruch der Idee des absoluten Staates zu einer Rhetorik, die er als notwendige Eigenschaft des zu Unruhen geborenen Menschen beschreibt. Nun ist in der Tat die Metapher nicht nur ein Surrogat, ein Ersatz des fehlenden, prinzipiell aber immer möglichen und deshalb einzufordernden Begriffs, sondern ein projektives Element, das sowohl erweitert als auch den leeren Raum besetzt. Ein imaginatives Verfahren, das sich im Gleichnis seine eigene Konsistenz schafft. Also sozusagen Metaphern schaffen Realitäten. Der rational aus dem Prinzip der Selbsterhaltung deduzierte absolute Staat kommt, wie Ulrich Meyer erst kürzlich gezeigt hat, also hier zitiert er einen Aufsatz, der zu seiner Zeit frisch erschienen war. Ulrich Meyer, Mechanische und organische Metaphysik politischer Philosophie, ein Archiv der Begriffsgeschichte von 1969. Also ich lese nochmal. Der rational aus dem Prinzip der Selbsterhaltung deduzierte absolute Staat bei Thomas Hobbes kommt, wie Ulrich Meyer es kürzlich gezeigt hat, in die Zange der Metaphorik des Organischen einerseits, des Mechanismus andererseits. Also Thomas Hobbes benutzt und bemüht zwei sehr verschiedene Metaphern in seiner Staatsphilosophie, die sich eigentlich beißen. Man kann nicht beide gut gleichzeitig benutzen, das aber tut er und das führt zu Widersprüchen in der hobbesianischen politischen Philosophie. Solche Leitmetaphorik hat ihre eigene Überzeugungskraft, die gerade aus den möglichen Erweiterungen des metaphorischen Kerns auf diesen zurückwirkt. Also Philosophie wird immer ein Opfer ihrer Metaphern. Das hat Blumenberg in wirklich so unendlich vielen seiner Bücher gezeigt, indem er halt bestimmte Bilder, Sprachbilder, auch ganz bestimmte Geschichten über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg verfolgt und sie in ihrer Vielfalt zeigt und also auch zeigt, wie sehr die Philosophie von ihren eigenen Bildern besessen ist, ohne das immer hinreichend zu reflektieren. Also zu sagen, es sind Metaphern first, Begriffe später. Und die Begriffe, auch die Aufarbeitung in Begriffen, kann die Bilder nicht wieder aus dem Feld schlagen. Also sozusagen Begriffsarbeit kann Bilder nicht ersetzen. Das ist sozusagen eine sehr schöne Volte von dem Satz, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Man könnte auch sagen, ein Bild sagt 1000 Worte. Und keines der 1000 Worte, die dann noch gesprochen werden, können das Bild ungeschehen machen oder durchstreichen oder ersetzen. Wir sind immer schon Bilder geleitet und wenn wir es nicht bewusst sind, sind wir es unbewusst. Es gibt kein unbildhaftes Denken, auch kein unbildhaftes Sprechen, hat Blumenberg meines Erachtens gezeigt, sein ganzes Werk über. Das ist ein sehr umfangreiches Werk, das ist sehr schwer, das aus dem Feld zu schlagen oder zu ignorieren. Also natürlich kann man es ignorieren, aber die Frage ist, tut man sich damit was Gutes? Ich halte Blumenberg für schwer wahrnehmenswert, also für sehr hilfreich für viele Dinge, wenn man ihn zumindest kennt. Solche Leitmetaphorik hat ihre eigene Überzeugungskraft, die gerade aus den möglichen Erweiterungen des metaphorischen Kerns auf diesen Kern zurückwirkt. Die Möglichkeit einer organischen Geschichtsphilosophie verstärkt zum Beispiel den organischen Staatstypus. Hobbes selbst hat den Widerspruch seiner organischen Metaphorik für die Staatsperson zur Künstlichkeit ihres Ursprungs übersehen. Und
Gerade das ist aufschlussreich, denn das Verdikt der Metapher erschwert die Wahrnehmung ihrer faktischen Hintergrundfunktion. Also sozusagen Leute, die Rhetorik und Metaphern dissen und sagen, wir sollten keine Rhetorik und keine Metaphern benutzen, weil sie adressieren ja nur die irrationalen Leidenschaften, sind besonders anfällig dafür, bestimmten Irrationalismen zu erliegen, weil sie sozusagen ihr eigenes Verfahren für sich selber nicht transparent machen. Sie machen sich selber was vor. Das ist also praktisch der typische Fehler aller politischen Rationalisten, alle, die glauben, dass man Politik auf reiner Vernunft gründen kann, und zwar auf einer ganz bestimmten Vernunftbegriff, eben der, der sozusagen Leidenschaften für irrational und ablehnenswert hält. Alle die Leidenschaften aus der Politik künstlich heraushalten wollen, genau die sind besonders anfällig für Leidenschaften, weil sie sie sozusagen aus dem Blick verlieren. Das ist die klassische Verdrängung ins Unbewusste, wo man dann immer ganz besonders vom Unbewussten gesteuert wird, weil man eben nicht mehr in Kontakt mit ihm ist. Ja, das steuert einen dann heimlich aus dem Keller, aus dem Untergrund. Und das ist eben auch Thomas Hobbes passiert, sagt Blumenberg. Doch das Verbot der Rhetorik ist ein rhetorischer Vorgang, den dann nur die anderen als solchen wahrnehmen, aber nicht mehr der, der dieses Verbot ausspricht. Das Beispiel Hobbes zeigt, dass Antirhetorik in der Neuzeit zu einem der wichtigsten rhetorischen Kunstmittel geworden ist, das hätte Platon sehr gefreut, für sich die Härte des Realismus in Anspruch zu nehmen, die dem Ernst der Lage der Menschen hier in seinem Naturzustand allein gewachsen zu sein verspricht. Das heißt, wer immer sagt, das ist realistisch, ich bin Realist und andere nicht, benutzt einen besonders irrealen Kunstgriff, indem er die Realität für sich anspricht. Es wirkt aber zuverlässig, ist ein zuverlässig wirksames rhetorisches Stilmittel und wird halt gerne benutzt, einfach weil es wirksam ist und weil es gut funktioniert, weil sich, also ich würde sagen, der Platonismus einfach durchgesetzt hat und unser Denken bis heute formt. Also es greift in tief sitzende sprachliche Strukturen, deswegen funktioniert es zufällig und deswegen ist es auch sehr schwer, zum Beispiel Politik zu machen, um nicht diese Härte des Realismus für sich selber in Anspruch zu nehmen, weil man benutzt einfach ein gut funktionierendes Tool nicht, was in der Gegend rumliegt und wenn es die anderen benutzen und man ist in einem Konkurrenzverhältnis, also der eine sagt, ich bin Realist und die anderen nicht und man hält nicht dagegen und sagt, nein, ich bin aber der Realist und der andere ist kein Realist, der andere übersieht irgendwas, wenn man das nicht tut, verliert man dieses Spiel. Und also gibt es einen Zwang, sehr schön Gefangenendilemma, sehr schön hobbesianisch, ein Zwang in diesem politischen Krieg aller gegen alle, dass jeder für sich, ob er will oder nicht, Realismus in Anspruch nehmen muss. Weil wer es nicht tut, verliert den Krieg zuverlässig. Rhetorik ist deshalb eine Kunst, weil sie ein Inbegriff von Schwierigkeiten mit der Wirklichkeit ist und Wirklichkeit in unserer Tradition primär als Natur vorverstanden war. In einer hochgradig artifiziellen Umweltwirklichkeit, der wir heute leben, in einer hochgradig artifiziellen Umweltwirklichkeit, ich meine, wir haben heute die Umwelt geschaffen, in der wir uns selbst bewegen. Alles, was wir heute Natur nennen, ist bereits Kunst. Aber egal. Gut, also in einer hochgradig artifiziellen Umweltwirklichkeit ist von Rhetorik so wenig wahrzunehmen, weil sie schon allgegenwärtig ist. Rhetorik ist immer schon da. Es ist immer schon zu spät für Realismus. Wir haben immer schon verloren. Also wenn man zurück zur Natur will, hat man immer schon verloren, weil diese Natur, zu der man zurück will, immer schon so artifiziell ist, dass man immer nur zurück zum Artificium will, zum Künstlichen. Die klassische antirhetorische Figur, res non verba, zu den Sachen selbst, nicht zu den Worten, zu den Sachen, verweist dann auf Sachverhalte, die ihrerseits nicht mehr von der Sanktion des Natürlichen besitzen, sondern bereits rhetorische Tinktur tragen. Das zum Beispiel hat auch Heidegger und alle Nachfolger von Heidegger, also Leute wie Derrida und Co., haben das, also buchstabieren das also wirklich exzessiv aus. Ja, also wie sehr wir immer schon verloren haben, wenn wir zu den Sachen selbst wollen. Heidegger dachte zwar, hätte da irgendeinen coolen Trick, coolen Move gefunden, wie er das irgendwie aushebeln könnte, aber das wurde dann später wieder einkassiert, eben unter anderem von Derrida. Aber das nur am Rande. Das macht andererseits die betonte Empfehlung oder Präsentation rhetorischer Stilmittel leicht ein wenig oder mehr lächerlich. Man schreibt sich das dann als gesteigerten Realismus zu. Die modernen Schwierigkeiten der Rhetorik mit der Wirklichkeit bestehen zum guten Teil darin, dass diese Wirklichkeit keinen Appellationswert mehr hat, weil sie ihrerseits Resultat künstlicher Prozesse ist. So begibt man sich in die spezifisch rhetorische Situation, die einen Mahnruf,
deshalb zu sicher einen Mahnruf deshalb zu sichern, um ihn nicht den anderen zu überlassen. Das ist genau das, was ich jetzt vorhin gesagt habe. Also man muss deswegen den Mana spielen, weil wenn man es nicht tut, werden es die anderen tun. Das gilt übrigens nur unter Konkurrenzbedingungen. Wenn man Konkurrenz ausschaltet, was wir institutionell sehr gut können, also wir können ja Konkurrenz durch Institutionen schaffen oder ausschalten, das wissen auch wenige, dass sozusagen Konkurrenz nicht keine natürliche Sache ist, sondern eine künstlich erzeugte Sache. Ja, also man kann Institutionen schaffen, in der starke Konkurrenz herrscht, und man kann Institutionen machen, in denen Konkurrenz zumindest nicht dominiert. Und unter Verhältnissen, künstlich erzeugten Verhältnissen, wo Konkurrenz dominiert, sind wir immer unter Druck, bestimmte Mittel zu benutzen, weil wenn wir es nicht tun, tun es die anderen. Das ist das klassische Gefangenendilemma. Das sind die sogenannten Dilemmasituationen, auf denen zum Beispiel einer meiner philosophischen Lehrer, der gute alte Karl Hohmann, immer so rumgeritten hat, aus der Hohmann-Schule, die Institutionenethiker, die halt sich sehr viel auch bei Thomas Hobbes bedient haben und beim Gefangenendilemma unter anderem. So, also nochmal zu Hans Blumberg. So begibt man sich in die spezifisch rhetorische Situation, sich einen Mahnruf deshalb zu sichern, um ihn nicht den anderen zu überlassen. Ja? Du musst dir Waffen kaufen, weil die anderen tun es ja auch. Du musst schießen, weil die anderen tun es ja auch. Ganz klassisch 13. Kapitel des Leviathan bei Thomas Hobbes. Ad res, zur Sache und zu den Sachen, ist eine Rhetorik, anderen die Voraussetzung zu suggerieren, es sei nötig, wieder oder überhaupt erst zu denken und zu handeln, weil es eben angeblich die anderen nicht tun. Aber das machen dann alle gleichzeitig, sehr schön. Alle sind Realisten und immer die anderen sind natürlich keine Realisten. Alle verbreiten Fake News, nur man selber nicht. Alle benutzen Rhetorik, aber man selber macht natürlich strenge Wissenschaft, ist klar. Es ist Rhetorik, anderen die Voraussetzung zu suggerieren, es sei nötig, wieder oder überhaupt erst zu denken und zu handeln. Wenn die Wirklichkeit realistisch zu sehen und zu handhaben wäre, wäre sie schon immer so gesehen und gehandhabt worden. Die Attitüde des Retour au réel, Rückkehr zur Wirklichkeit, muss sich daher viel mehr als mit der Realität, die sie verspricht, mit der Erklärung der Illusionen, Blendwerke und Verführungen abgeben, die dabei zu erledigen sind. Jede Rhetorik des Realismus braucht die Verschwörungen, die ihn bisher verhindert haben. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wer auch immer Rationalist ist und vor allem wer politischer Rationalist ist, von der Marke Platon, von der Marke Hobbes oder heutige politische Rationalisten, die es ja zuhauf gibt, braucht strukturell eine Verschwörungstheorie. Das ist das, was Blumberg hier sagt. Der kann, um sich selber logisch zu positionieren, nicht ohne eine Verschwörungstheorie auskommen. Und der Grund dafür ist folgender: Wenn man glaubt, dass die Vernunft, also dass die Wirklichkeit in sich selbst vernünftig ist und sich von alleine durchsetzt, muss es immer Leute geben, die das verhindern. Und das ist praktisch dieser Bedarf an Verschwörungstheorie, genau wie ihn Platon hatte gegenüber den antiken Sophisten. Also Platon brauchte die antiken Sophisten, weil er sonst nicht hätte erklären können, warum nicht immer schon sich die Wahrheit von alleine durchgesetzt hat. Es muss also immer Blender geben, böse, bösartige oder einfach dumme Menschen, am besten beides, dumme, bösartige Menschen, weil wenn es die nicht gibt, wenn die Menschheit weder dumm noch bösartig ist, kann man nicht erklären, warum man überhaupt selber so ein Bohai macht um das, was man sagt, warum es jetzt den großen Aufklärer, den großen Rationalisten überhaupt braucht. Das heißt, Rationalisten sind selbst die größten und ersten Verschwörungstheoretiker der abendländischen Geschichte. Schlicht und einfach, so ist es. Und das ist natürlich nicht schön, das anzuerkennen, wenn man selber ein Rationalist ist und sich selber für einen Aufklärer hält, dass man einen immanenten Verschwörungstheoriebedarf hat. Dann kann man sagen, ist allein das schon das Zeigen, Verweisen, das sich lächerlich lustig machen über Verschwörungstheoretiker, selbst schon wieder eine rhetorische Figur, die vor sich selber intransparent macht, was man eigentlich tut. Und zwar vor sich selber, nicht nur vor den anderen, auch vor sich selber. Ähnlich wie bei Thomas Hobbes, wir das gerade gesehen haben, verbergen Aufklärer ihre eigene Unaufgeklärtheit vor sich selber. Sehr beunruhigend, wie ich finde. Sehr, sehr, sehr beunruhigend. Und das hat eben aber im Abendland eine sehr, sehr lange Tradition. Das passiert nicht erst seit heute. Es passiert nicht erst seit wir Populisten haben. Es passiert nicht erst seit wir, keine Ahnung, Social Media haben. Es passiert nicht erst seit wir in der Neuzeit wieder sowas haben wie eine Öffentlichkeit mit einer zentralen Rolle in unserem Gesellschaftsgeschehen. Es passiert nicht erst seitdem. Es passiert seit Minimum 2400, 2500 Jahren. Es hat eine lange Vorgeschichte.
Und es spielen sich die immer gleichen Muster ab und das kann man beobachten. Ist doch wunderschön. Das freut den Philosophen. Weil Philosophen suchen immer allgemeine Muster. Also wir sind ja so ganz fragwürdige Wesen, wir komischen Philosophen. Wir sind sehr beunruhigt über die Wirklichkeit. Also wir finden das alles sehr schrecklich hier. Ja, wir sind also ganz furchtbare, wie sagen, unwirkliche Wesen, wir komischen Philosophen. Wir sind sehr weltfremd, wahrscheinlich von Geburt an, wenn nicht kurz nach der Geburt, und wollen auch immer weltfremd bleiben. Und deswegen, weil das sehr beunruhigt, diese merkwürdige, bedrohliche, angstmachende Welt, suchen wir nach vertrauten Mustern, die wir immer wiederfinden können, weil das beruhigt das Gehirn. Also wenn du Muster wiedererkennst, das ist wie einen vertrauten Menschen immer wieder zu erkennen, das hat für das Gehirn einen beruhigenden Faktor und danach suchen wir Philosophen. Deswegen zum Beispiel freut mich das und beruhigt mich das, dass ich solch ein Muster erkennen kann. Was passiert im Kontext von Rationalismus, von politischem Rationalismus? Es gibt immer eine Verschwörungstheorie, das ist ein Muster, das macht mich glücklich. Ja, ist ein bisschen gaga, ist aber so. Platos Höhlengleichnis, in dem die Gefangenen vor den Schattenspielern ihrer Höhlenwand das wahre, wirkliche niemals erfahren, wenn sie nicht gewaltsam herausgerissen werden, ist das Modell solcher Entlarvungen. Das ist sozusagen die Urszene der Verschwörungstheorie. Die Verschwörungstheorie, die wohlgemerkt von sogenannten selbsternannten Realisten benutzt wird. Von allen, weil sie gar nicht anders können, als eine Verschwörungstheorie zu benutzen. Es ist gegen die Rhetorik gerichtet. Denn die Machinatoren der Schattenwelt sind die Sophisten als Bildermacher. Und es ist selbst Rhetorik, indem es auf einer elementaren Metapher des ans Licht kommens beruht. Also das ist übrigens schon in der griechischen Sprache angelegt. Die Wahrheit heißt ja im Altgriechischen Aletheia, was man verborgen kann, übersetzen kann mit Unverborgenheit. Das heißt, im Wort Wahrheit war im Altgriechischen schon, es wird entdeckt. Also da ist etwas schon da und dann kommt es ans Licht. Das ist im Altgriechischen Begriff der Wahrheit im Begriff metaphorisch enthalten. Also sozusagen schon der Begriff der Wahrheit enthält eine Metapher und das ist die Metapher des ans Licht kommens. Das ist also wirklich irre lustig, also unglaublich ironisch im Grunde. Und es ist selbst Rhetorik, indem es auf einer elementaren Metapher des ans Licht kommens beruht und sie zum Gleichnis für eine absolute Realität erweitert, deren Evidenzverheißung nicht eingelöst werden kann. Übrigens schon bei Platon. Im Liniengleichnis zum Beispiel, wenn es dann dieses Jenseits der Linie gibt. Also gibt es die Linie und da gibt es ein Jenseits der Linie. Und das ist natürlich nur dem erleuchteten Philosophen zugänglich, wenn überhaupt. Und dann immer nur kurzzeitig. Dieses Jenseits der Linie ist sehr klar markiert für die Götter. Die philosophische Wendung von den Schatten zur Wirklichkeit ist von der Rhetorik und ihr folgend von der Ästhetik usurpiert worden. Jean-Paul hat sie in der unsichtbaren Loge in zwei Sätzen ironisch reflektiert. Ach, wir sind nur zitternde Schatten, und doch will ein Schatten den anderen zerreißen. Kant hat in der Kritik der Urteilskraft die Rhetorik als Kunst, sich der Schwächen der Menschen zu seinen Absichten zu bedienen, für gar keiner Achtung würdig erklärt. Kant, der alte Platoniker. Diese hinterlistige Kunst habe es damit zu tun, Zitat Kant, die Menschen als Maschine in wichtigen Dingen zu einem Urteile zu bewegen. Also das ist Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, Paragraph 53. Nun ist hier gar nicht strittig, kommentiert Blumenberg, dass die konstitutive Angewiesenheit des Menschen auf rhetorische Handlungen immer auch eine Anfälligkeit für Rhetorik ist. Zur Maschine zu werden, gibt es für ihn Gefahren und Pressionen genug. Also der Mensch ist immer in Gefahr, eine Maschine zu werden. Maschine heißt in dem Fall, einem Reizreflexionsmuster zu erliegen. Übrigens, hier wird das allmählich heutzutage, das Bild der Maschine fragwürdig, weil wir eben heutzutage allmählich Maschinen entwickelt haben und allmählich sich auch Maschinen selbst entwickeln lassen, indem wir selbstlernende Maschinen freigesetzt haben oder ich würde es vielleicht sagen, geboren haben. Die dieses Reizreaktionsmuster durchbrechen können, die also sozusagen strukturell nicht non-triviale Maschinen sind und nicht mehr triviale Maschinen sind. Also nicht, wo du auf einen Knopf drückst und dann passiert, also wenn du auf A drückst, passiert immer B, wenn die Maschine nicht kaputt ist, sondern du drückst auf A oder der Reiz A kommt und einmal macht die Maschine B und einmal macht die Maschine C und einmal macht die ganz was anderes. Und das ist also das, wie wir in Menschen in Teilen. In Teilen, nicht ganz. Der Mensch hat auch sehr triviale Aspekte, sowohl physisch als auch psychisch. Ich verweise immer auf den Patellasehnenreflex. Also wenn dein Knie kaputt ist und alles irgendwie so ist, wie es bei den meisten Menschen ist, dann drückst du mit dem Hämmerchen, hörst du mit dem Hämmerchen auf die Kniescheine und das Bein schlägt aus. Solche Mechanismen gibt es aber auch in unserer Psyche.
Es gibt ganz bestimmte Knöpfe, die man drücken kann bei Menschen, psychische Knöpfe, und dann machen Menschen ganz zuverlässig genau das. Das sind Knöpfe, die werden zum Beispiel viel genutzt von Vertrieblern, von Marketingmenschen, von Psychotherapeuten, von Coaches und eben auch schon seit Jahrtausenden von Philosophen. Dass der Mensch auch teilweise eine triviale Maschine ist, macht ihn überhaupt für andere Menschen erträglich. Sonst wären wir praktisch alle extrem bedrohlich füreinander, weil wir wären alle extrem unberechenbar. Aber in Teilen sind wir auch unberechenbar, und das ist wahrscheinlich auch gut, weil wir können Muster unterbrechen, wir können Verhaltensweisen ändern. Das ist Teil unserer auch sehr bejahenswerten und wunderbaren Adaptivität, unserer Anpassungsfähigkeit, dass wir nicht nur triviale Maschinen sind, dass wir nicht nur Reiz-Reaktionsmuster sind. Eben, wie dieser Aufsatz hier auch behauptet, weniger als die meisten anderen Wirbeltiere wohl. Wir können Muster schneller und leichter unterbrechen, aber natürlich nur im Vergleich zu anderen Wirbeltieren. Haben aber jetzt heutzutage Maschinen geschaffen, die das auch können. Das wird noch sehr spannend werden. Ich tippe ja auf die Lösung oder würde mir die Lösung wünschen, dass wir diese Maschinen zu Mitbürgern machen, dass wir sie eingemeinden in die Menschheitsgemeinschaft, dass wir sie also anfangen als Mitmenschen zu verstehen. Aber das ist Zukunftsmusik. Also ich halte mich dafür tatsächlich ernsthaft für visionär, dass ich eine Zukunft erkennen kann, zusammen mit sehr vielen Science-Fiction-Filmen. Ich meine, ich bin da ja nicht allein. Sehr viele Science-Fiction-Filme und Serien haben das vorgeformt, wo wir praktisch Maschinen nicht mehr als Maschinen sehen, also weder als unsere Herren, weder so ein Terminator- oder Matrix-Szenario, wo wir praktisch von den Maschinen unterjocht werden, noch das, was wir bisher machen, dass wir also Maschinen als reine Dienstleister sehen, als Sklaven menschlicher Bedürfnisse, sondern dass wir Maschinen sehen als Augenhöhe mit uns. Obwohl sie kognitiv wahrscheinlich Fähigkeiten haben, wenn die unsere weit übersteigen, aber dass wir eine Gleichwürdigkeit anstreben. Das halte ich für erstrebenswert, übrigens auch unter uns Menschen. Das nur am Rande. Da sind wir ja auch nicht. Wir haben Sklaven faktisch. Wir leben in aristokratischen Gesellschaften nach wie vor, wo wir manche Menschen für wichtiger und wertvoller erklären, einfach performativ. Nicht in unserer Rhetorik oft, aber in unseren anderen Institutionen, in unseren außersprachlichen Institutionen sehr wohl. Das sieht man zum Beispiel, wenn Menschen gerettet werden und ein Riesenaufwand betrieben wird, sie zu retten, um sie zurückzuholen aus dem Urlaub, während man, wenn sie ertrinken im Mittelmeer, nicht den gleichen Aufwand betreibt, nicht mal ansatzweise. Und da sehen wir, performativ, dass wir manche Menschenleben für deutlich wertvoller halten als andere. Und da sind wir also noch lange nicht bei einer Mitmenschlichkeit, bei einer Gleichwertigkeit und Gleichwürdigkeit aller Menschen, und zwar faktisch nicht auf der Institutionenebene nicht. Dahin müssen wir aber, vor allem wenn wir später mit den sehr intelligenten Maschinen gut zusammenleben müssen. Also wenn man sehr visionär ist, kann man sagen, wir tun uns einen Gefallen, wenn wir anfangen, uns selber demokratisch und gleichwertig zu behandeln. Weil wir müssen jetzt schon mal üben und vorformen für die Maschinen, die wir selber gebaut und freigesetzt haben. Wenn wir das nicht tun, werden wir entweder in einem Krieg, also werden in jedem Fall in einem Krieg gegen die Maschinen dann landen, wo eben eins der beiden Szenarien wahr wird. Entweder unterjochen wir die Maschinen, das wird nicht gut gehen, oder die Maschinen unterjochen uns, das wird auch nicht gut gehen. Insofern ist Demokratie gerade notwendig, unvermeidlich, wenn wir irgendwie gut leben wo oder vielleicht auch überhaupt überleben wollen. Aber das alles nur am Rande. Also ich komme nochmal zu diesem Kant-Zitat und zu diesem Kant-Kommentar von Blumenberg zurück. Diese hinterlistige Kunst habe es damit zu tun, die Menschen als Maschinen in wichtigen Dingen zu einem Urteile zu bewegen. Nun ist hier gar nicht strittig, dass die konstitutive Angewiesenheit des Menschen auf rhetorische Handlungen immer auch eine Anfälligkeit für Rhetorik ist. Zur Maschine zu werden, notabene triviale Maschine, Reizreaktionsmaschine. Gibt es für den Menschen Gefahren und Pressionen, also Druck, genug? Die Absichten, diese Schwächen der Menschen zu nutzen, hat die Theorie der Rhetorik immer zugleich bloßgelegt, indem sie ihnen diente. Also sozusagen, Rhetorik verfährt transparenter als der rhetorikdissende Rationalismus, weil sie transparent macht und damit dem Bewusstsein zugänglich macht, was hier gerade geschieht. Also das ist praktisch, der Rhetor ist der, der dir sagt, ich manipuliere dich gerade, während der politische Rationalist dir sagt, die anderen manipulieren dich, aber ich nicht, während er es gleichzeitig tut. Das heißt, die politische Rhetorik ist ehrenwerter und vernünftiger als die rationalistische Politik, die Rhetorik als Verschwörungstheorie benutzt. Die sagt, Rhetorik ist ganz schlimm und natürlich benutzen nur die andere Rhetorik. Und gleichzeitig, wie man zum Beispiel sehr schön an Hobbes und Platon sitzt, also sehr begnadete Rhetoren waren das. Platon selber wollte eigentlich Theaterstückeschreiber werden, wollte eigentlich Dichter werden. Das sind begnadete Dichter und begnadete Rhetoren gewesen, beide.
ja, die also ganz großartige Metaphern geschaffen haben, während sie gleichzeitig innerhalb dessen, was sie tun, Rhetorik und Metaphern für Teufelszeug erklärt haben. Also ein performativer Selbstwiderspruch liegt hier im politischen Rationalismus schon immer, von Anfang an bis heute. Framing machen natürlich immer nur die anderen, politisches Framing, immer nur, ist klar. Fake News benutzen immer nur die anderen. Populismus machen immer nur die anderen, ist klar. Das sagen politische Rationalisten immer, seit 2400 Jahren. In einer anthropologischen Lokalisierung der Rhetorik ist von diesen Schwächen, nicht von jenen Absichten die Rede. Also dann wird eben mehr über den Menschen geredet und seine Natur und weniger über die Verschwörungstheorie, dass die anderen, also der vermeintliche Gegner, so wahnsinnig bösartig und so wahnsinnig gemein ist. Dabei konvergieren die anthropologischen Zugänge zur Rhetorik auf eine zentrale deskriptive Feststellung. Der Mensch hat zu sich selbst kein unmittelbares, kein innerliches Verhältnis. Sein Selbstverhältnis hat die Struktur der Selbstäußerlichkeit. Also wir sind uns alle selbst Fremde. Wir sind nicht unmittelbar. Es gibt keinen vorsprachlichen Zugang des Menschen zu sich selbst. Wir lernen, ein Ich zu sein in der sprachlichen Auseinandersetzung mit anderen in unserer Gesellschaft, mit den Eltern in unserer Kleinfamilie und vielleicht den ersten, was weiß ich, Tagesmüttern, Erziehern, mit denen wir zu tun haben. Die reden aber ganz viel und in diesem Reden, das schon immer durchzogen ist von Metaphern, lernen wir, dass wir ein Ich sind. Unser Selbstverhältnis ist von Anfang an sprachlich, metaphorisch und damit unwirklich konstituiert. Wir sind unwirkliche Wesen, wir sind selbstäußerliche Wesen, wir haben keinen unmittelbaren Zugang zu uns selber. Kant hat als erster der inneren Erfahrung jeden Vorrang vor der äußeren abgesprochen. Kant, genau der gleiche Typ, der Rhetorik dessen macht, im Nachgang mit Platon und im Nachgang von Hobbes. Kant ist so eine Kippfigur, also wunderschön. Wie gesagt, ich bin kein Kant-Fan, aber man kann anerkennen, was er geleistet hat, wirklich, also großartig. Bleibend großartig. Für die Ewigkeit. Ist aber so für die nähere, jüngere Geschichte großartig. Wir sind uns selbst Erscheinung. Das ist wirklich ein großer Satz, den Blumberg hier hinschreibt. Wir sind uns selbst Erscheinung, sekundäre Synthesis einer primären Mannigfaltigkeit, nicht umgekehrt. Also sozusagen, wir sind erst viele und machen uns dann künstlich einer. Es ist nicht umgekehrt, wir sind erst einer und machen uns künstlich viele. Idis Richard David Brecht. Der Substantialismus der Identität ist zerstört. Das übrigens hat auch Richard Rorty in einem wirklich wunderbaren Aufsatz über Freud ausbuchstabiert. Also indem er letztlich die Philosophie des Ichs ohne Zentrum ausbuchstabiert. In Auseinandersetzung mit Sigmund Freud. Also wunderbar. Also sozusagen Kurzversion oder sehr flapsig, wir sind alle multiple Persönlichkeiten unweigerlich. In einem nicht pathologischen Sinne. Es ist normal, eine multiple Persönlichkeit zu sein, für jeden einzelnen Menschen. Und wir könnten also die Identität des Menschen jenseits seines Körpers, also dass er einen Körper hat und den kann man ergreifen, den kann man erkennen, der verändert sich zwar im Laufe der Zeit, der verändert sich sogar von Situation zu Situation, der verändert sich von Minute zu Minute, von Tag zu Tag. Ja? Also jenseits aber von dieser Körperlichkeit ist es sehr schwer, von menschlicher Identität zu sprechen, beziehungsweise wenn man es tut, übersieht man automatisch immer ganz viel, auch sehr viele Möglichkeiten. Nicht von ungefähr heißt ein wirklich fantastisches Buch der heutigen Psychotherapie, geschrieben von der wunderbaren Therapeutin Noni Höfner, Glauben Sie ja nicht, wer Sie sind. Das ist auf der Höhe dieser Philosophie hier von Hans Blumenberg, aus einem therapeutischen Kontext herausgeschrieben. Der Substantialismus der Identität ist zerstört. Identität muss realisiert werden, wird zu einer Art Leistung. Und dem entspricht eine Pathologie der Identität. Die Anthropologie hat nur noch eine menschliche Natur zum Thema, die niemals Natur gewesen ist und auch nie mehr Natur sein wird. Dass sie in metaphorischen Verkleidungen auftritt, als Tier und als Maschine, als Sedimentschichtung bei Freud und als Bewusstseinsstrom, in Differenz oder in Konkurrenz zu einem Gott,
berechtigt nicht zu der Erwartung, sie werde am Ende aller Konfessionen und aller Moralistik enthüllt vor uns liegen, die menschliche Natur. Also sozusagen, wir werden niemals die wahre menschliche Natur mehr entdecken können. Und wenn wir es tun, werden wir uns immer gerade was vormachen und in die Tasche lügen. Der Mensch begreift sich nur über das, was er nicht ist, hinweg. Also nur in der Differenz. Also, ich bin kein Tier, ich bin kein Gott, ich bin kein Böck, ich bin keine Maschine. In der Differenz gewinnen wir Identität. Nicht erst seine Situation, sondern schon seine Konstitution ist potenziell metaphorisch. Der schlechteste Platz, den wir wählen können, sei der in uns selbst, formuliert Montaigne, das Ergebnis seiner Anthropologie als Selbsterfahrung. Auf Französisch, ich bitte mein sehr schlechtes Französisch zu entschuldigen, la pire place que nous puissons prendre, c'est en nous. Er verweist auf den kopernikanischen Umsturz, der als Trauma der Weltinnerlichkeit des Menschen nochmal der Satz. Er verweist, also Montaigne verweist auf den oder der Satz. Ja, Montaigne. Montaigne verweist auf den kopernikanischen Umsturz, der als Trauma, warum muss meine Frau ausgerechnet jetzt staubsaugen? Sabotage. Montaigne verweist auf den kopernikanischen Umsturz, der als Trauma der Weltinnerlichkeit des Menschen metaphorisch die Skepsis an seiner Selbstinnerlichkeit bestärkt. Ich verstehe den Satz nicht. Versteht ihr den? Ich lese den jetzt nochmal. Ich lese den jetzt so lange, bis ich ihn verstanden habe. Ich bin jetzt einfach mal stur und hoffe, dass ich sturer bin als meine Frau, die Sauberkeit für extrem wichtig hält. Also wird immer echt einer an der Klatsche, die Dame. Das aber unter uns, das darf sie nie erfahren. Nee, wir kabbeln uns ständig, das ist ganz offen, ganz freundlich. Montaigne verweist auf den kopernikanischen Umsturz, also die kopernikanische Wende, also praktisch nicht die Erde ist im Mittelpunkt des Sonnensystems, sondern die Sonne, der als Trauma der Weltinnerlichkeit des Menschen metaphorisch die Skepsis an seiner Selbstinnerlichkeit bestärkt. Also heißt, dass unser Weltbild sich gewandelt hat. Das antike Weltbild sagt ja, die Erde ist im Zentrum des Kosmos. Der ganze Kosmos ist praktisch hinkonstruiert auf den Menschen als zentralen Beobachter. Und spätestens mit Kopernikus ist damit Schluss, ist das unmöglich geworden, weil wir eben gemerkt haben, dass wir einen relativ exzentrischen Platz im Sonnensystem haben, einen relativ beliebigen Platz eigentlich, außer wenn man natürlich in ökologischen Kategorien denkt, also wie nah und weit und mit welcher Atmosphäre muss die Erde von der Sonne entfernt sein, dass da überhaupt Leben entstehen kann. Aber kosmologisch gesehen ist die Erde irgendwas, so wie man das oft dann auch auf so Galaxiebildern sieht, so ihr seid hier an einem wirklich willkürlichen, entlegenen Platz, dann auch in der Milchstraße und die Milchstraße ist aber auch nur, also diese ganze Mittelpunktisierung, dieser ganze Anthropozentrismus in kosmologischer Hinsicht wohlgemerkt, wird unmöglich durch Kopernikus. Wir können uns nicht mehr als Zentrum des Universums betrachten nach Kopernikus. Geht nicht mehr, ist uns verstellt. Und das, sagt jetzt Blumenberg, bestärkt uns im Zweifel, dass wir selber im Zentrum von überhaupt irgendwas stehen und dass wir also auch im Zentrum unseres Selbst stehen, dass wir ein zentrales Ich hätten und das herum wir unser Leben führen könnten, von dem aus wir uns Leben bestimmen können. Das führt zum Beispiel auch alle Dinge, die wir heute so sagen, ad absurdum so ein bisschen, was sagt, komm zu dir selbst, du musst deine Mitte finden, entdecke dich selbst oder so. Da gibt es ja sehr, es gibt eine ganze Industrie drumherum, die eigentlich von der modernen Philosophie nicht wirklich gestützt wird und auch von unserem modernen Weltbild, von unserem modernen Bild vom Universum nicht gestützt wird. Also das permanent erzeugt Reibung. Das muss nicht schlecht sein, Reibung ist ja oft gut, Spannung ist oft gut. Da will ich eigentlich gar nichts dagegen gesagt haben, ich will eigentlich nur auf diese Spannung hinweisen, weil damit man vielleicht ein bisschen weniger unter ihr leidet, als man es sonst vielleicht tut. Also Leute, die also wirklich glauben, man könnte in sich selber heimisch werden, man könnte in sich selber Platz nehmen und das dauerhaft, leiden vermutlich mehr als Menschen, die sich davon verabschiedet haben, dass das überhaupt dauerhaft möglich sei. Ja? Das ist so ein bisschen parallel mit der Annahme, dass Menschen, die ihr Leben darum zentrieren, glücklich zu werden, also die das Glück suchen, sich automatisch dadurch, dass sie das tun, selber besonders unglücklich machen. Also suchst du das Glück, suche es nicht. Suche anderes. Das Glück findest du nicht im Glück, sondern in anderem. Dich findest du nicht in dir selbst, sondern in anderem. Selbstüberredung, schreibt jetzt Blumenberg, liegt aller Rhetorik im Außenverhältnis zugrunde. Sie ergreift nicht nur die sehr allgemeinen, praktisch effizienten Sätze, von denen früher die Rede war,
sondern das Selbstverständnis aus der Selbstäußerlichkeit. Die kühnste Metapher, die die größte Spannung zu umfassen suchte, hat daher vielleicht am meisten für die Selbstkonzeption des Menschen geleistet, indem er den Gott als das ganz andere von sich selbst absolut hinwegzudenken versuchte, begann er unaufhaltsam den schwierigsten rhetorischen Akt, nämlich den, sich mit diesem Gott zu vergleichen. Also der Mensch hat zu sich selbst gefunden, indem er den Gott erfunden hat und dann sich abgearbeitet hat an seiner Differenz zu Gott. Das sehen wir eben sehr stark in der Philosophie, eben in der auch von mir viel zitierten und viel bemühten Homoiosis Theo, also diesem Grundimpuls, diesem Grundprogramm der platonischen Philosophie, der da heißt Verähnlichung mit Gott. Ja, der Mensch ist am Anfang zwischen Tier und Gott angesiedelt und kann dann durch Philosophie, durch philosophische Arbeit ein bisschen immer mehr gottähnlicher werden und manche von uns eben mehr als andere und diese sollen dann herrschen und das begründet eben die Philosophenherrschaft, dass einige durch philosophische Begriffsarbeit gottähnlicher und damit auch besonnener geworden sind als andere Menschen und die müssen die Gesellschaft beherrschen. Die müssen Diktator werden, die müssen Tyrann werden, die müssen als Aristokraten, als wohlgemerkt Seelenaristokraten, als Geistesaristokraten die Herrscher sein, weil laut Platon darf das Dümmere das Klügere nicht beherrschen, weil das bringt Unglück, das Klügere muss das Dumme beherrschen. Das ist die Begründung der Platon für die gute alte Epistokratie, die Herrschaft der Philosophen, die Herrschaft der Klügeren, die Herrschaft der Wissenschaftler. Ich entnehme diesem letzten Absatz, das ist das Ende gewesen des Aufsatzes, noch was ganz anderes. Also wenn man mal das kauft, was eben die heutige Psychologie sagt, was Montaigne sagt, was Blumenberg sagt, was Rorty sagt, dass wir also in uns selbst nur sehr begrenzt überhaupt Platz nehmen können und dass wir uns selbst finden in der Selbstentäußerung, also in der Differenz zu anderen, dann könnte man, wenn man heute etwas psychologischer denkt, auch entwicklungspsychologischer denkt oder auch biologischer denkt und begreift, dass wir Menschen von Anfang an bis zum Ende soziale Wesen sind, könnte es zu einem zu denken geben, dass die Primärumwelt des Menschen von Anfang bis zum Ende immer schon und auf alle Zeiten immer andere Menschen waren. Ja gut, auf alle Zeiten, das wird ein bisschen problematisch, weil wir jetzt Roboter erfinden, denen wir dann so komische menschliche Gestalt und Gesichter geben, weil wir dann damit besser klarkommen. Aber das sind dann halt sehr menschliche Roboter. Da ist die Frage, sind nicht diese Roboter dann eigentlich auch Menschen und keine Roboter mehr? Wenn man es so greift, kann man das vielleicht wirklich behaupten, von Anfang bis Ende, seit es Menschen gibt und wann immer es Menschen geben wird, also für die kurze Verweildauer in der Ewigkeit, da es Menschen gibt, werden immer Menschen die Umwelt, die primäre, die relevanteste Umwelt für Menschen sein. Und wenn wir das jetzt hinzunehmen, also wie so eine Addition, dass Satz 1 ist, Primärumwelt für den Menschen sind immer andere Menschen. Satz 2 ist das, was wir gerade gelesen haben bei Blumenberg, nämlich der Mensch findet sich selber oder konstruiert permanent seine Identität in der Absetzung gegen das, was er äußerlich vorfindet. Dann wird es sehr fragwürdig, ob wir überhaupt sowas brauchen wie die Absetzung zum Tier, die Absetzung zu Gott, die Absetzung zu Maschinen oder die Absetzung zu irgendwas anderem, um zu uns selber zu finden. Weil möglicherweise reicht es völlig, dass wir uns gegen unsere Mitmenschen absetzen, um Identität zu konstruieren. Wir brauchen unsere Mitmenschen, um uns selbst immer wieder neu zu erfinden. Wir brauchen den Austausch mit ihnen, wir brauchen den Kontakt mit ihnen und wahrscheinlich läuft Identitätsbildung deutlich besser für uns, wenn dieser Kontakt ein freundlicher ist, bei aller Abgrenzung. Trotz allem, ich mache das hier anders als du, ich denke das hier anders als du, ich finde alle anderes richtiger als du oder anderes schmeckt mir besser als du, das, was dir schmeckt, schmeckt mir gar nicht, das, was dir nicht schmeckt, finde ich aber super. In dieser freundlichen Gegensatz können wir auf sehr lustvolle und schöne Weise immer wieder neu unsere Identität konstruieren und dafür brauchen wir wahrscheinlich gar nicht etwas anderes, außer eben einen freundlichen Kontakt zu anderen Menschen. Einen freundlichen Kontakt, den wir aber deswegen nicht haben und nicht in unserer Umwelt vorfinden, weil wir keine funktionierende Demokratie geschaffen haben und die haben wir nicht geschaffen, weil wir Platon und Hobbes auf den Leim gegangen sind. Das ist für mich die eigentliche Wolte dieses Aufsatzes. Die anthropologische Annäherung an die Aktualität der Rhetorik. Also das große Versäumnis des Abendlands ist es gewesen, dass es Platos Demokratie-Dissing gekauft hat. Dass es Platons Vorentschiedenheit gegen die Demokratie gekauft hat und seitdem sich wahnsinnig schwer tut, wieder neue echte demokratische Versuche zu machen, also wirklich Demokratie zu institutionalisieren, wirklich eine demokratische Verfassung herauszubilden, die eine Art Bürgerfreundschaft
so Christian Meyer, diesen Begriff klaue ich mir von Christian Meyer, zwischen uns allen begründet und die uns dann die menschliche Differenz in freundlichen Weisen spielen lässt. Also Demokratie ist das, was uns Menschen ermöglicht, miteinander freundlich zu sein in der Unterschiedlichkeit. Die Bürgerschaft ist die Freundschaft der Verschiedenen, nicht der Gleichen. Das hat es leider nicht als Wissen in die Moderne, in die Neuzeit geschafft. Das wusste die Antike sehr wohl. Wir wissen es aber leider nicht mehr. Und wir versuchen nach wie vor, Politik auf der Basis von Gleichschaltung, von Konformität, von Gleichheit zu machen und nicht aus der Differenz heraus, aus der freundlichen Differenz, weil wir politische Freundschaft gar nicht kennen, weil der Begriff der Bürgerfreundschaft uns nichts sagt, obwohl wir heute genau wüssten, mit der modernen Sozialpsychologie, wie wird Freundschaft hergestellt, wie stellt sich Freundschaft her, was brauchen wir Menschen, um miteinander befreundet zu sein, um freundschaftlich sein zu können. Das ist sehr, sehr gut erforscht, aber wir ignorieren es beim Bau unserer politischen Institutionen einfach, wir schlagen es einfach in den Wind und machen weiter mit Feindschaftsverhältnissen in der Politik. Naja, und dann wird jede Differenz sehr bedrohlich. Jedes Anderssein von irgendwelchen anderen Menschen, und davon gibt es keinen, daran gibt es Gott sei Dank keinen Mangel. Wir leben in einer ausdifferenzierten Welt mit einer sehr hohen menschlichen Diversität, aber in einer nicht vorhandenen Demokratie, wenn es keine Demokratie gibt, ist jede einzelne dieser Differenzen potenziell bedrohlich und angstmachend. Das ist der große Fehler der Moderne bislang. Mit Plato, mit Thomas Hobbes. Könnten wir vielleicht revidieren, aber dann wahrscheinlich eher politisch als philosophisch. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam, und vielen Dank euch, dass ihr also dieses Monster bis hierher verfolgt habt. Wenn ihr das geschafft habt, à la bonheur, also mein Respekt, ich hätte das wahrscheinlich nicht durchgehalten. Ihr seid härter im Nehmen, als ich es bin. Lasst es euch gut gehen und ja, habt freundliche Differenz miteinander.